Jo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ich und mein Kumpel, der Markus Eske. Hobby Er ist auch in YouTube. Ja, mein Kannst Kanal heißt, wie ich heiße, Markus Eske. Ja, was machst du da so ungefähr? Ja, ich mach so taktische Call of Duty Games oder GTA Videos. Eins von beiden. Okay. Und wir machen so ein Gameplay mit Survivalcraft und er spielt sich schon ein, wenn man es hier sieht. Und wir haben es auch schon probiert, wegen Controller oder Touchpad. Und wir bleiben es bei Touchpad, was relativ einfach ist. Naja, würde ich mal sagen, legen wir los, machen eine neue Welt, damit wir dann von Anfang an, beziehungsweise mit ihr dann von Anfang an mit dabei seid. Und ja, dann bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder. Und wie ihr seht, Survivalcraft 2. Fangen wir jetzt an mit einer neuen Welt. Die Welt, die habe ich mit meinen Freunden gespielt. Und ja, eigentlich nicht so interessant. Kreativ. Das passt. Auch. Fügen wir mal ein paar Spieler hinzu. Nächster Neger. Ist das so? Kommt hier erstmal mein Name rein. Sicher. Okay, Touchscreen. Das passt eigentlich. So, das kannst du machen. Kannst ja auch einen anderen Charakter aussuchen oder sonst was, wenn du willst. Am selben. Egal. Was ist das für ein Name? Dein Gamertag. Ach, dein Gamertag. So heißt sie auf der Xbox One. Passt das so? Ja. Ja. Sag genau so. Gut, dann starten wir mal. Also jedes Mal, wenn man eine neue Welt anfängt, dann sieht man halt, so ist auf meiner Seite jetzt, bei Markus ist das jetzt anders da. Auf jeden Fall bei jedem neue Welt erschaffen wird man halt vor dem Schiff davon ausgesetzt und da mein Kollege, wie man da jetzt sieht, ist jetzt durch das Schiff durchgeflogen, also das heißt, wenn man da jetzt auf das Schiff zurückkommen sollte, wie auch immer, man kann nicht drauf und wenn man das Schiff jetzt länger verfolgen würde, würde es auch einfach durch Inseln und sonst was durchschwimmen. Also es ist unmöglich, es aufzuhalten. Und keine Ahnung, wo jetzt hier mein Kollege hinschwimmt. Hinfliegt, besser gesagt. Ah, in die Richtung muss jetzt, genau. Ja, ich wollte mal schauen, ob die irgendeine Insel ist. Aber ich habe Nee. das noch nie gesehen, wie das Boot da reingefahren ist. Ja. Fliegerlitze. Ah, geeignetes Plätzchen gefunden. Nehmen wir doch gleich das hier. Super Ort. Direkt am Wasser. Passt perfekt. Also als erstes werden wir jetzt eher so ein kleines Haus bauen, das wir dann eventuell in der nächsten Folge dann upgraden, erweitern, breiter bauen, wie auch immer. Und ja, dann können wir schon mal anfangen, oder? Was wollen wir was bauen? Ja, mit einem kleinen Haus fangen wir an und dann wird es immer wieder größer ausgebessert oder ausgebaut, währenddessen wir Mauern einreißen und das alles Mögliche. Es geht in die Höhe, in die Breite,
Egal in welche Richtung. In die Tiefe, schauen wir mal, vielleicht bauen wir noch einen Bunker mit unten rein. Jo, ist auch nicht schlecht. Mit ein paar Sicherheitsfallen, wo Ja. sich mein Kollege gut auskennt. Ja, mit der ganzen Elektronik, ja. Ja, also bei Survivalcraft ist es so, da hat man Elektronik statt Redstone. Wollen wir es mal? Da. Da haben wir verschiedenfarbige Kabel, die man hier sieht. Verschiedene Gates und Systeme und das ganze Zeug, Hebel, eine Batterie, auch so Lichtfensterscheiben in dem Sinn, wobei es noch keine richtigen Fensterscheiben sind, und richtig geile Pistons, die bis zu 8 Blöcke weit gehen und verschiedene Eigenschaften haben, oder auch hier, sag mal dazu jetzt, baue mir den Namen nicht ein. So Blöcke, wo innen drin in der Mitte so ein Kabel ist, damit man halt nicht wie bei Minecraft ein Loch in die Wand reißen muss, damit das Kabel dann durchgeht, wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht so. Kenne mich das mit Redstone nicht so gut aus, bloß Ja. oberflächlich. Oder hier verschiedene LEDs und unten 7 Segment oder Tageslichtsensor und eine Zielscheibe. Relativ cool. Was weiter oben? Da oben hat man jetzt einen Bewegungsmelder gesehen. Und Druckplatten, genauso wie ein Knopf, so wie bei Minecraft halt. Und starten wir mal das Haus zu bauen. Welches Material nehmen wir nachher? Es gibt auch Constructions. So Steinziegel. Die hier. Ja. Nehmen wir die hier her. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Treppen und Slabs. Fenster bauen wir später hin, oder? Ja, Fenster kommen später. Welche? Was nehmen wir noch fürs Dach hier? Die roten? Die roten, ja. Die roten. Die hier und die Stufen. Ja. So, dann müssen wir mal gucken. Machst du das eigentlich auch immer bei Minecraft, dass du den Boden dann wegreißt und da das mit dem Stein ersetzt? Oder baust du das direkt drauf? Ich baue direkt drauf. Achso, ja. Ich reiß da immer mal den Boden weg. Weil wenn man dann halt irgendwie tiefer baut oder sonst was. Ich glaube, das Pferd hat seinen Spaß hier. Ja, das will das Gras haben. Kann ich dir gleich zeigen, wenn ich das jetzt wegmache. Dann frisst es das Gras, wenn es hinkommt. Nein, mag nicht. Was ist jetzt? Kein Gras? Ja, gut. Wollten wir ein bisschen in unserem Loch spielen. Ja, oder so. Komm, Sauer. Komm, du willst Sauer. Schnapp dir das Pferd. Ich glaube, so 10 auf 10, so ein Haus würde erstmal reichen, oder? Machen wir jetzt erstmal 3, 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 10. Schon mal die eine Länge, oder? Dann bauen wir hier weiter weg. Na komm, verzieh dich doch jetzt mal. Immer diese nervigen Viecher, wenn sie mitten im Baugebiet sind, ne? Ja, das ist schlimm, Das ist ist das. auch bei Minecraft, das regt voll auf. Da ist man hier ruhig am Bauen und dann kommen auch so die Tiere her und wollen auch mitbauen. Naja. Aber schauen wir so blöd. Und behindern einen wohl. Obwohl er ein bisschen daneben gegriffen. Das Loch flicken wir gleich mal wieder. Schade, schade.
Ja, ist ein bisschen schwer zu zählen hier. Ja. Weil. Ja, die Diagonale eventuell. Ja, scheiß drauf. Hätte man doch andere Blöcke nehmen sollen. Bist du schon so weit? Na, ein bisschen noch, oder? Nope. Andere Richtung. Passt. Ich glaube, heute läuft es nicht so. Wobei, es geht. Jeder hat seinen Anfang. Generell spiele ich ja das eigentlich relativ oft alleine, wenn ich es zocke. Und da ist man dann halt nicht so beengt. Verstehst du, was ich meine? Kriegen wir noch mehr Gesellschaft? Ja. Noch mehr nervige Viecher. Ey, das ist ja kein Zoo. Kannst du mal weggehen, bitte? Könnten noch einen Zoo bauen. Ah. Gerade noch. Gerade noch. Ich hab ein Loch reingerissen. Das wollte ich nicht. So, jetzt haben wir schon mal die Grundplatte halb fertig. Jetzt halt fertig. Gut. Dann machen wir mal weiter. Wie hoch brauchen wir es mal? Vorerst. Auch 10. 10. Ja, 5. Mindestens 5, ja. Ja, gut. Wenn wir jetzt. Weil 5 ist bei mir auch immer das Dach, weil 4 mache ich immer hoch und Aha. danach platziere ich halt die Fackel, weil das ist die Ach so. Mindesthöhe, wo ich dann immer rankomme. Aha. Na gut, ich mache so eigentlich meine Geschosse immer 3 hoch und bei der vierten dann die Decke. Beim vierten Block. Weil wegen dem Springen und so, dass man sich dann im Kopf nicht so anhaut. Rein, logisch. Theoretisch, wie auch immer. Ach, come on. Ah, 15% bleibt noch. Cool. Ja, jetzt weiß ich auch, warum es so hell wird. Vielleicht mal hier auf. Ja, gut. Hätten ja auch den Tageslicht ändern können, aber gut. Ah, hört man schon die Wölfe? Weiß ich nicht, ob ihr die hört, aber machen wir mal eventuell ein bisschen lauter. Moment, haben wir gleich. Warten wir kurz. Wirklich lauter machen. Ein bisschen höher. Schauen wir mal. Auf jeden Fall steht das Video. Ach, stimmt. Der Scheiß ist halt, dass die Lautsprecher hinterm Tablet sind. Aber gut. Also ich muss zugeben, ich spiele nicht so oft Ja, Survival das. Craft. Ich bin eher ein leidenschaftlicher Minecraft-Spieler. Aber das ist Gewöhnungssache. Irgendwann. Ja, man gewöhnt sich schon noch dran, man gewöhnt sich an vieles. Ja. Genauso wie bei Minecraft, wenn du Fly Mode on hast, da fliegst du ja dann bloß geradeaus und da fliegst du halt in die Richtung, wo du schaust. Oh, hab ich Fackel zerstört.
Vielleicht hört ihr das jetzt irgendwo catchen Viecher. Ah, da hinten. Drei Wildschweine und zwei Wölfe. Ja, nicht sagen, aber ich zerstöre hier gerade alles. Drei Wildschweine und ein Wolf, also. Ich weiß ja nicht, wer da am kürzeren sieht. Aber anscheinend der Wolf. Ja, der Wolf hat einen kürzeren gezogen, aber gut. Sind alle glücklich? Na, so ist das Leben. Ach komm. Ja, auf Dauer so zu spielen ist. Ach, come on jetzt. Okay, es nervt schon langsam. Vielleicht sollte ich da mal die Drückzeit erhöhen, aber gut. Vielleicht beim nächsten Video. Lauter Wolfis. Weiß ja nicht, vielleicht hört ihr da auch was. Haus gerade ist leer. Ja. Oh, okay. Ein bisschen langweilig. Das ist not funny. Aber lustig. Ja. Ich würde sagen, jetzt schon mal das Dach bauen, oder? Ja, passt schon. Hey, lass mich noch rein. Nix gibt's. Draußen bleiben. Lake. So, passt. Ober mal die Tür rein. Da so, oder? Kann es sein, dass wir irgendwie falsch gezählt haben? Nein, oder? Nö. Nee, gell? Das passt schon. Ja. Dann machen wir mal hier den Boden unter dir weg. Oh mein Gott. Geht's raus aus dem Loch, will da Blöcke platzieren. Dann bauen wir für den Anfang jetzt erstmal normale Türen rein. Und später werde ich dann halt Pistentüren einbauen. What are you doing? Nix. The fuck? Ich glaube, ich habe eine Ketscherei. Ja, nicht nur das, du hast auch den Boden ziemlich ramponiert. Oh. Da sind dann mal wieder vier Wildschweine und ein Wolf. Oh, vielleicht sieht man sie. Ah, da kommt noch ein fünftes Wildschwein. Leck. Arsch. Also ich weiß ja nicht, wie das jetzt erkennt, aber hinter dem vorderen Wolf sind jetzt fünf Wildschweine hinterher und es sieht relativ schlecht für ihn aus. Oh, 5% verbleibend, ja gut. Jetzt kommen wir schon langsam am Ende hinzu. Jetzt machen wir zuerst noch was Dach. Genau. Muss ich mal ein bisschen anstecken. So, jetzt müssen wir erstmal das Ladegerät anstecken. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Aber ich denke mal. Lädt er? Ja, lädt. Perfekt. Gut. Machen wir mal weiter. Was haben wir noch jetzt? Das Haus. Das Haus.
Genau, ich mach mal hier jetzt weiter ums Dach. Muss wieder Platz machen, ja? Genau. Ja gut, darum kümmern wir uns auch später. Also ich mache jetzt bloß so ein einfaches Dach. Viereckig, pyramidenmäßig sozusagen. Oder so ein Spitzdach. Oh, ein Spitzdach, oder? Würde das auch schon. Dann kommt das ganze Griffel hier wieder weg. Du bist schon wieder im Weg. Das gibt's doch nicht. Brauche ich mich nicht bewegen, wenn du schon vorbeigeflogen bist. Es wird relativ hoch. Passt. Wo bist du? Ah, da bist du. No, nicht kaputt hauen. Da geht's wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich hab gerade schon wieder geschlägert. Irgendwo. Mit einer Kuh. Ja, eine Kuh. Eine Kuh muss drunter leiden. Ich mach das doch mal bei jedem eins kürzer. Damit Dinger da besser hinkommen. Würde es denn so erscheinen? Ja, bloß überall ist noch eins kürzer, habe ich vergessen. Ich berechne. Kannst du auf der anderen Seite auch machen. Jo. Bei mir dann auch. Dann baue ich dann schon das Dach dann weiter fertig. Ja. Ja, diese Wölfe. Das sieht man auf meinem Bildschirm schon mal. Meine Bildschirmzeit, den Sonnenaufgang. Hm. Das ist ein Anblick. Wettenbau-Moment. Immer diese tollen Momente, wo ganzen Bauarbeiten eingestellt werden. Ja. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die Wolken sind auch realistischer als wie in Minecraft. Mhm. Da sind sie viereckig. Schauen sie wenigstens aus wie Wolken. Na gut, das war's auch schon. Weiter gebaut. Führungslinie oder wie? Jo. Ja, da unten wollte ich nicht rein. Soll das auch noch zur Stufe werden, das da? Nee. Also. Hast du es falsch gebaut? Ja. Mhm. Das hat man. Oh. Also, das ist zur Stufe. Oh. Da. Zwei Pferde. Oh, eine Schlägerei. Hier. Ah, da. Da war schon sehr. Vier Wölfe gegen Gnu. Und ja. Wir haben gerade die Wölfe gewonnen. Und das Gnu ist, droppt jetzt Fleisch. Und da gehen schon die ganzen Wölfe drauf. Einer kommt halt zu kurz. Und naja, so ist das Leben. Das ist die Natur.
fressen und gefressen werden. Das Gesetz der Natur. Oder? Immer diese Doppelplatzierungen oder Doppelzerstörungen. Ja, so eine Wenn man nicht genau weiß, macht das jetzt der Kollege oder nicht. Weil du musst es nicht machen. Jetzt ist es leer. Oder habe ich dich geschlagen? Oh, du schlägst mich. Sag mal. Oh mein Gott. OMG. Ja, so ungefähr. So, dann bauen wir da jetzt noch ein paar Fenster rein. Da oben. Machst du es unten, oder? Ist hier oben. Tap. Nehmen wir normale Gleichschreiben. Normales Glas. Dasselbe. 2, 3, 4. Und hier bei der Tür dann noch. Wird man dann hier in die Ecke schauen können. Ich platziere schöne Sachen draußen. Da wollte bloß ein Steinziegel rein. Doppelplatzierung. Ich baue doch eins draußen hin. Ich wollte es draußen kaputt machen. Ja gut, dann kläre ich jetzt erstmal mein Inventar. Sammeln die restlichen Blöcke. Ja, nicht so lange drauf bleiben. Kannst du ruhig schneller machen. Ich muss warten, bis die Leiste unten wieder geht. Jetzt, genau. So. So, das war's jetzt erstmal vorerst mit dem ersten Video. Ich hoffe, es war relativ lustig und angenehm mit uns. Ja. Ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, wie jetzt dann innen drin der Aufgang zum Dachgeschoss geht oder dann Erweiterungen, dann links, rechts und hinten raus, dann kommt, dann abonniert mich und euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und könnt uns auch Ideen schicken, die ihr habt, die wir nachbauen sollen, beziehungsweise in die Kommentare schreiben und wir versuchen es dann gut möglich es Jo. nachzubauen. Oder wenn wir da mal Survival probieren sollen oder machen sollen, wenn wir Survival probieren, wobei das hier bei Survival Craft relativ viel schwieriger ist wie bei Minecraft, weil es da halt einfach richtig hart ist. Habe ich auch schon gesehen. Also ich habe schon mal Survival Craft mit Survival Modus gespielt und meine Pflanzen wollten nicht richtig wachsen, waren in der Umgebung keine Tiere, die ich jetzt töten konnte, damit ich von denen ich dann die Nahrung bekomme. Also ich bin jedes Mal verhungert. Und ja, mei, gewöhnt sich schon noch dran. Ganz auf die Umgebung drauf an, wobei es hier eigentlich gehen würde.
haben wir ja genug Wildschweine und das ganze Zeug. Ein Problem, wir sind dann halt die Wölfe. Aber gut. Haben wir jetzt doch ein Haus, wo wir uns drin verstecken können. Ja. Also von meiner Seite war es das jetzt auch. Wie gesagt, lasst mir ein Like da und abonniert mich und eventuell eine Idee von euch, was wir dann bauen sollten, in die Kommentare dann bitte. Wir versuchen es dann. Hoffe, dass dann bis dahin dann schon der Adapter da ist, damit wir dann mit zwei Controller darauf spielen können. Vielleicht hat mein Kollege hier noch was zu sagen. Ja, ich bin eigentlich wunschlos glücklich und warte eigentlich auch auf die zweite Folge. Also, Servus. Also dann, bis dann. Tschüss.